Hallo, ich bin Martin von SongwriterOnline.com und heute möchte ich dir ein brandneues Tool der Plugin-Schmiede Mastering the Mix vorstellen, das dir helfen kann, dein Low-End besser unter Kontrolle zu bekommen. Wir legen gleich los. Das Plugin heißt Bassroom und ist so eine Art Match-EQ für den tiefen Bereich, für den Low-End-Bereich deines Mixes. Du solltest es dir in den Master-Fader, am besten vor den Limiter, laden. Es ist sehr, sehr einfach aufgebaut. Du siehst hier zum einen verschiedene Frequenzbänder, die sind durch diese Balken dargestellt, also 0 bis 20 Hertz, 20 bis 40, 40 bis 80 und so weiter bis 320 hoch. Und die sind wie gesagt von unten nach oben dargestellt und hier bei diese Balken stellen die Frequenzbänder dar, die du jetzt lauter oder leiser machen kannst, also indem du Gain dazugeben kannst. Und die kannst du jetzt hier nach vorne schieben, kannst hier dieses Frequenzband hier um bis zu 4 dB anheben oder eben absenken. Was du auch noch machen kannst, ist die Filtergüte hier kleiner zu machen, ja, um den Frequenzbereich, wenn du möchtest, noch genauer einzustellen. Jetzt schauen wir uns dieses Ding hier mal in Action an. Es funktioniert recht einfach und zwar am besten, indem du deinen Sound oder den Sound von deinem Mix einem Preset anpasst. Ich habe jetzt hier zunächst mal so einen Rocksong geladen. Ja, ich mache es mal nochmal aus. Genau, so klingt er. Und was du jetzt als erstes machen solltest, ist dir ein Preset rauszusuchen. Oder das ist zumindest erstmal die einfache Variante. Es gibt auch noch eine andere. Ich gehe hier mal einfach auf Rock und dann auf Contemporary. Und jetzt zeigt ihr mir hier am Rand diese Zielbalken an sozusagen. Und da muss ich jetzt versuchen, in ungefähr hinzukommen. Diese Presets stellen den Low-End-Bereich von professionellen Musikproduktionen dar. Und könnt dir so helfen, dein Low-End, das Low-End von deinem Mix auch ein bisschen mehr in diese Richtung zu bekommen. Was ich jetzt mache, ist, ich lasse den Mix einfach mal laufen und dann probiere ich, die einzelnen Frequenzbänder hier an diese Referenzbalken anzupassen. Und dann schalten wir mal nachher aus und an das Plugin, um zu hören, ob es dann tatsächlich besser klingt mit dieser Low-End-Bearbeitung hier. Na, los geht's. So, das war's schon. Ich habe jetzt relativ genau hier auf diese Frequenz- oder Referenzbalken die Frequenzen hingezogen, um sie anzuheben oder abzusenken. Was auch noch wichtig ist zu wissen, ist, dass hier so ein Target-Regler ist. Der kann dir dabei helfen, wenn du jetzt hier sehr große Frequenzanhebungen oder Absenkungen hast und dann dein Bassbereich wesentlich lauter wird dadurch. Dann kannst du hier sozusagen über so eine Art Make-up-Gain deine Lautstärke wieder anpassen. Also hier war es jetzt nicht so viel, es war minus 0,1 und deswegen ist es hier nicht so wichtig. Aber dass du dich nicht selber austrickst und dein Mix nur lauter wird, indem du hier im Bassbereich Frequenzen anhebst, kannst du dann hier über diesen Target-Regler wieder nachregeln, dass dein Mix einfach nicht einfach nur lauter wird durch diese Bearbeitung. Aber jetzt wird spannend. Wir schalten das Plugin mal aus und dann mit der Bearbeitung zu. Und hören dann, ob es im Bassbereich jetzt tatsächlich besser und aufgeräumter klingt. Also ich finde es schon beeindruckend und man hört den Unterschied schon. Ich finde, dass die mit dieser Bearbeitung jetzt hier die Bassdrum schön warm, satt, schön punchig, mit schön viel Punch und sehr modern klingt und dass man Bass und Bassdrum schön differenziert hört. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied zu hören und der Bassbereich klingt wesentlich aufgeräumter. Finde ich also jetzt so auf jeden Fall schon mal besser. Wir probieren das jetzt gleich nochmal an einem anderen Projekt aus, dass wir das Plugin nochmal in einem anderen Genre testen. Aber bis hierhin würde mich erstmal interessieren, was hältst du bisher davon? Schreib es mir mal unten in die Kommentare. Hat dich das bisher schon überzeugt oder ist das hier nur Hokuspokus irgendwie? Und wenn es dir bisher gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben oder wenn du das Video mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte.
Jetzt gehen wir aber mal in ein anderes Projekt und schauen uns dieses Plugin hier beim Einsatz in einem anderen Genre an. Okay, hier habe ich jetzt ein R&B-Projekt, also ganz anderes Genre. Da probieren wir das gleich auch nochmal aus. Was ich dir aber vorher noch zeigen möchte, ist, dass du dir nicht nur diese Presets hier auswählen musst oder dass du nicht nur aus den Presets hier deine Target-Frequenz-Bassbereiche auswählen musst, sondern du kannst die auch eigene nehmen. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch hier, ich lösche das mal wieder, wenn du einen Song hast, an den du deinen Bassbereich anpassen möchtest, weil er dir gut gefällt, dann kannst du hier auch einfach eine Referenz hier reinziehen, so ähnlich wie bei einem Match-EQ. Und kannst dir jetzt einen bestimmten Bereich, einen repräsentativen Bereich raussuchen, zum Beispiel den hier. Dann würde ich hier auf Create Targets gehen und dann würde er mir die Referenzbalken für diesen speziellen Song, der mich interessiert oder nachdem ich meinen Bassbereich richten möchte, dann würde mir die Referenzbalken hier drauf genau ausrichten und ich könnte versuchen, dann auf meinen Referenzsong abzuzielen, der mir gut gefällt. Ich habe jetzt hier aber mal R&B ausgewählt, einfach R&B Contemporary, also moderner R&B. Wir hören mal kurz rein. Okay, also ich werde auch mal hier probieren, jetzt auf den Frequenzbereich und auf die Frequenzbalken meine Frequenzen abzustimmen. Wichtig ist noch zu sagen, ihr solltet euch in wirklich einen relativ kleinen Bereich eures Songs raussuchen, weil wenn ihr jetzt irgendwie 8 Takte nehmt, in denen viel passiert, dann springen diese Referenzbalken die ganze Zeit hin und her und ihr kommt gar nicht hinterher, die Frequenzen so einzustellen, wie ihr möchtet. Also am besten einen möglichst kleinen Bereich auswählen, wo der Bassbereich auch in eurem Mix schon relativ gleichmäßig ist, dass ihr die Frequenzen richtig an die Referenzbalken anpassen könnt. Okay, probieren wir auch mal jetzt mit zugeschalteten und abgeschalteten Plugin, ob wir hier einen Unterschied hören. Hier ist es jetzt nicht ganz so offensichtlich wie bei dem Rocksong, weil wir haben hier jetzt nicht so wahnsinnig, ich war praktisch schon relativ nah dran am Ideal, was dieses Plugin hier sieht. Das heißt, es sind nicht so wahnsinnig starke Frequenzanhebungen oder Absenkungen, aber ich finde so die Bassdrum kommt dann noch ein bisschen besser durch und klingt insgesamt ein klein weniger aufgeräumt. Also ich muss mit dem Plugin noch ein bisschen rumprobieren. Ich habe es mir erst heute Morgen runtergeladen. Ob mich das jetzt hundertprozentig überzeugt, ich finde es zumindest mal spannend. Die Plugin-Schmiede Mastering the Mix hat noch mehr spannende Plugins hergestellt, die dir helfen können, deinen Mix zu verbessern, vor allem so Analyse-Plugins. Und ein sehr interessantes davon ist auch Levels. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht. Dieses Plugin kann dir helfen, Probleme in deinem Mix festzustellen und diese zu beheben. Falls dich das interessiert, habe ich die hier unten mal eingeblendet, kannst du mal da drauf klicken. Ansonsten hoffe ich, dir hat's gefallen, freue mich über einen Daumen nach oben, neuen Abonnenten und wir sehen uns schon bald beim nächsten Video. Bis dann.